HSV führt. Klingt ganz gut, oder? Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HSV-Checks. Mein Name ist Achim Leoni und am Volkspark mir zugeschaltet ist jetzt einer, der den HSV checkt. Und das ist Henrik Jacobs. Moin, Henrik. Ja, moin Achim, du Checker. Ja, schön wär's. Der eitel Sonnenschein da über dem Volkspark, oder? Aber wahrscheinlich auch ziemlich frostig, kann ich mir vorstellen. Was passt denn besser im Moment zum aktuellen Klima beim HSV? Vielleicht sogar beides? Ja, also hier im Volkspark auf jeden Fall eitel Sonnenschein im Moment. Es ist natürlich auch ein bisschen kalt. Ja, aber ich habe gerade schon mal auf den Rasen geguckt, hier aus der Ferne durchs Stadion. Der sieht schon ganz gut aus. Und auch sportlich passt es ja, wenn denn dann das morgen mit dem Fürth-Spiel auch gut geht. Ja, und damit sind wir schon bei unserem ersten Thema. Ja, du hast das Fürth-Spiel gerade schon angesprochen. Jeremy Duziak fällt ja aus. Wie wichtig ist er denn im Moment für den HSV? Ja, darüber habe ich letzte Woche nach dem Spiel in Aue schon gesprochen mit unserem Kollegen Stefan. Für mich ist Jeremy Duziak einer der Schlüsselspieler beim HSV, weil er etwas mitbringt, was andere Spieler nicht haben, nämlich dieses Tempo mit dem Ball. Er kann ein Spiel beschleunigen, er kann Räume öffnen mit seinen Bewegungen und ist in dieser Saison ja auch sehr effektiv geworden. Also 8 Torvorlagen sind schon mal 6 mehr als in der vergangenen Saison. Also der war richtig gut drauf in den letzten Wochen und ist im Mittelfeld in meinen Augen ja so ziemlich der wichtigste Spieler beim HSV. Und der Ausfall wiegt auf jeden Fall schwer, wie Daniel Thun ja auch gestern in der PK gesagt hat. In Aue war es ja auch so, dass es 3:1 stand für den HSV, als Duziak vom Feld musste. Und am Ende stand es 3:3, war ja wahrscheinlich auch kein Zufall. Duziaks Vertrag läuft ja nun 2022 aus. Du hast es heute im Abendblatt auch thematisiert. Das bedeutet ja eigentlich, dass der HSV jetzt eine Entscheidung fällen muss. Also verkaufen Sie ihn im Sommer, dann kriegen Sie noch eine Ablöse oder verlängern Sie seinen Vertrag. Wird ja auch vermutlich davon abhängen, in welcher Liga man nächste Saison spielt. Wie lautet da aktuell deine Prognose? Bleibt er oder geht er? Ich denke, er wird bleiben, wenn der HSV dann aufsteigt. Jeremy Duziak ist jetzt in einem Alter, wo er diesen Sprung in die Bundesliga oder in eine Top-Liga auf jeden Fall machen muss. Er hat ja auch das Potenzial, das zeigt er gerade in dieser Saison. Und der Plan ist im Prinzip, dass der HSV aber erstmal guckt, wo es denn, ja, oder wie die Saison ausgeht. Denn dann können sie auch erstmal richtig planen. Und im Moment gibt es ja bis dahin noch keinen Druck, den sie bei Duziak haben, den Vertrag jetzt verlängern zu müssen. Und sollte der HSV den Aufstieg nicht schaffen, dann ist Duziak mit Sicherheit einer der ersten Verkaufskandidaten. Allerdings ist dann der Vertrag auch nur noch ein Jahr am Laufen. Das bedeutet, da wird man jetzt keine riesengroße Ablösesumme mehr bekommen und auch schon gar nicht in dieser Zeit. Trotzdem ja, wird der HSV dann wahrscheinlich gezwungen sein, ihn auch abzugeben. Und ich denke dann auch, dass er diesen nächsten Karrierestep dann auch machen will. Einer, dessen Vertrag jetzt schon im Sommer ausläuft, ist Jae-Sung Lee von Holstein Kiel. Der Name wird im Zusammenhang mit dem HSV immer wieder genannt. Und das wäre ja auch möglicherweise ein Spieler, der Duziak dann in der nächsten Saison ersetzen könnte, in welcher Liga auch immer. In diese Richtung zielt auch die Frage eines Twitter-Users ab, nämlich trotzdem HSV alias Micha Dittmar 67. Hat der HSV Kontakt aufgebaut zu Jae-Sung Lee? Wie hart ist dieses Gerücht? Der Kontakt läuft im Prinzip schon seit längerem. Also der HSV ist da dran. Der Vertrag läuft ja im Sommer aus und Lee wäre jetzt kein Ersatz in dem Sinne für Duziak, weil wenn der HSV aufsteigt, dann würde Duziak mit Sicherheit auch bleiben. Dann gibt es auch gute Chancen, dass der HSV den Vertrag auch verlängert mit ihm. Und Jae-Sung Lee würde ja auch nur kommen, wenn der HSV den Sprung in die Bundesliga schafft. Und ja, der HSV ist da im Kontakt. Das ist nicht ganz einfach. Da spielt auch die Familie von Lee noch eine Rolle und es gibt ja auch noch andere Interessenten. Also der Vertrag des Spielers läuft aus. Das heißt, gerade bei dem Potenzial, was Lee ja zeigt in Kiel, gibt es da sehr viele Interessenten. Da ist der HSV nicht der Einzige. Er ist jetzt allerdings auch schon seit einiger Zeit mit ihm in Kontakt. Von daher stehen die Chancen, würde ich jetzt mal sagen, 50-50 sollte der HSV aufsteigen, ihn zu bekommen. Der HSV wäre nicht der HSV, wenn wir jetzt hier nur über Sport reden würden. Und damit sind wir bei unserer zweiten Rubrik. Ja, erstmal vielen Dank allen, die uns eine Frage geschickt haben, entweder bei Twitter oder bei Instagram. Eure Frage der Woche hat diesmal Michael Börstler gestellt und der möchte gerne wissen, will Herr Kühne immer noch seine Anteile an der AG verkaufen? Wie ist die aktuelle Situation, was den Stadionnamen betrifft? Henrik, wie sieht es da aus? Ja, Frage Nummer 1, die Anteile will er verkaufen, zumindest will er einen Teil der Anteile verkaufen.
Das hat er diese Woche jetzt auch nochmal auf Nachfrage von meinem Kollegen Kai Schiller bekräftigt. Und er hat gesagt, er will die Anteile auf eine breitere Basis stellen. Was das jetzt genau bedeutet, ja, darüber kann man nur spekulieren, ob er jetzt dann alle Anteile verkaufen will oder nur einen Teil. Er sagt ja immer wieder, dass es ihm, ja, dass es ein großer Wunsch ist, dass diese Anteile ja, auf eine breitere Basis gestellt werden. Und das Interessante daran ist im Prinzip, dass vor 2 Jahren ja ein Vertrag mit ihm geschlossen wurde, als er nochmal für ein Jahr auch das Stadionnamensrecht übernommen hat. Darin ist ganz klar formuliert, dass der HSV e.V. jetzt 10 Jahre Zeit hat, seine Anteile zu verkaufen. Und das vergisst man in dieser ganzen Präsidiums-Machtkampf-Diskussion ja auch, dass im Prinzip das Präsidium mit ihm auch mit den Vertrag geschlossen hat und jeder weiß, dass ja, der HSV die Anteile verkaufen kann, wenn er denn einen Käufer findet. Das weiß auch, glaube ich, Michael Kühne. Und von daher ist diese Absicht da eigentlich relativ klar definiert. Trotzdem gibt es natürlich diese Nähe zu Klaus-Michael Kühne immer. Das heißt, wenn irgendwann nochmal die Möglichkeit besteht, dass er vielleicht das Namensrecht auch wieder übernehmen will oder vielleicht nochmal Geld für Spieler auch investieren will, wäre der HSV durchaus bereit, da auch weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Von daher ist das durchaus immer noch ein heißes Thema, diese ganze Kühne-Diskussion. Und so richtig Klarheit hat da bisher noch keiner reingebracht. Ja, welche Rolle Klaus-Michael Kühne beim HSV künftig spielen wird, wird ja sicherlich entscheidend davon abhängen, wie auch der aktuelle Machtkampf, der Kampf um die Vereinsführung ausgeht. Da werden wir sicherlich erst in ein paar Wochen ein bisschen mehr wissen, wie es um die Tabellenführung steht. Da kann sich schon am Wochenende jetzt Entscheidendes tun. Und damit sind wir bei unserer dritten und letzten Rubrik. Sondern kommt Greuther Fürth in den Volkspark. Theoretisch könnten wir mit einem klaren Sieg ja sogar den HSV vom Sockel stoßen. Von Platz 1. Was erwartest du da für ein Spiel? Auf jeden Fall ein sehr offensives Spiel, so ähnlich wie im Prinzip vor 2 Wochen hier gegen Paderborn. Eine ähnliche ausgerichtete Mannschaft wie Greuther Fürth, also sehr offensiv stark. Da spielen sich sehr viele Torchancen, sind hinten aber auch durchaus anfällig, ähnlich wie Paderborn. Von daher erwarte ich durchaus ein paar Tore. Kann in beide Richtungen gehen. Da entscheidet wahrscheinlich auch die Tagesform, beziehungsweise dann ja vielleicht auch ein bisschen das Spielglück. Auf jeden Fall erwarte ich ein durchaus temporeiches und ja, spektakuläres. Es wäre vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall ein sehr intensives und torchancenreiches Spiel. Ja, die spannendste Frage, was die HSV-Aufstellung angeht, ist sicherlich die, wer nämlich Jeremy Duziak dann ersetzen soll. Das möchte auch gerne User HSIV von uns wissen. Wie ist unsere Meinung? Soll es Aaron Hunt machen? Ich denke auf jeden Fall, dass es Aaron Hunt machen wird. So hat sich das angedeutet gestern im Training. Da hat Daniel Thun relativ lange mit der vermeintlichen ersten Elf gespielt und da war durchgehend Aaron Hunt auf der Achterposition neben David Konsombi. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, dass zum Beispiel Sonny Kittel in die Mitte rückt und vielleicht Manuel Winsheimer oder Kaleb Naray dann auf Außen geht. Oder meine Wunschlösung wäre, Amadou Onana dahin zu stellen. Ja, den sehe ich einfach gerne spielen und ich glaube, dass es für seine Entwicklung auch wichtig wäre, gerade in solchen Spielen jetzt auch seine Erfahrungen zu machen. Und das Potenzial hat er auf jeden Fall. Aaron Hunt hat natürlich auch seine Qualitäten. Ich glaube, dass in so einem Spiel wie morgen, wo es sehr temporeich zugehen wird, Aaron Hunt vielleicht nicht die Optimallösung ist. Aber natürlich hat er mit seinen technischen Fähigkeiten immer die Möglichkeit, auch so ein Spiel zu beeinflussen. Von daher, ich denke, es wird Aaron Hunt, würde mir aber Onana wünschen. Gut, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Was sicher ist, ist, dass es auch nächste Woche wieder einen HSV-Check gibt. Ich würde sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Henrik. Alles Gute und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.